Ein Licht. Ja, toll. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Wir waren in der letzten Folge hier und haben unsere kleinen Haustiere kennengelernt. Das hier ist mein Hund Jace. Und wir werden weiter die Burg durchsuchen. Och nö. Warum? Och nö, guck mich nicht so an. Nur weil ich dir auf den Pimmel geklotzt habe. Man darf ja wohl noch Leuten auf den Pimmel klotzen. Machen wir das Licht an. Auch wenn es total sinnfrei war, weil hier ja überall Licht ist. Leichte Kopfschmerzen. Tja, versetzt euch einfach mal in die Lage von Daniel. Er muss mir die ganze Zeit zuhören und hat keinen Ausweg. Natürlich hat der Mensch Kopfschmerzen. Es wundert mich, dass der Mensch überhaupt noch einen Kopf hat. Abgesehen davon habe ich keinen Kopf für diese Wortspiele. Werfe es stattdessen dir lieber etwas gegen den Kopf. Ach, ich kann mich sogar wenden. Hohoho, mein Leben hat einen neuen Sinn. Ich mache euch alle seekrank. Nee, aber das wusste ich vorher nicht. Hinter dem Porträt. Es wäre ein typisches Versteck gewesen. Aha. Grenzen der Anatomie. Weitere Enttäuschung. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher mal keine Forschungen dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. 6. Januar, übrigens 9. Januar, 1658. Okay. Es wundert mich nur, dass... Ah! Weiter. Wir müssen... Jetzt können wir... Zurück. Nee, wir suchen... Oh, oh. Wir suchen die Stromschläge. Nein, das Gefängnis für den Strom. Die Rohre, genau. Die gebrochenen Fensterscheiben werden nur durch einen schwachen Holzrahmen zusammengehalten. Ich hab noch nicht mal einen Holzrahmen. Ich bin kurz davor, auseinanderzubrechen. Och nö, nicht diese langen Gänge, nicht diese langen Gänge. Könnt ihr bitte eure Gänge mal ein bisschen kürzer machen? Könnt ihr aufhören, mich so zu gängeln? Hier war ich doch schon, oder? Hier war ich doch. Halt die Klappe! Hier war ich schon. Weg hier. Ich ging in die falsche Richtung. Aber wieso ist dann das Fenster zerbrochen? Das Brennster zerbrochen? Ich weiß nicht. Ach ja, blockiert halt alle Wege. Finde im Studierzimmer einen anderen Weg um die Trümmer herum. Können wir uns nicht einfach eine Trümmerfrau buchen, die das alles wegräumt? Okay, wir brauchen einen anderen Weg um die Trümmer herum. Das ist ziemlich missverständnisvoll. Missverständlich. Denn das würde ja suggerieren, dass wir bereits einen gefunden hätten und jetzt nur einen anderen suchen. Ich muss mich über alles beschweren. Sorry. Sorry! Einen anderen Weg um die Trümmers herum. Ich denke nur gerade, weil hier hinter dieser... Och nö. Nö, oder? Nicht euer Ernst. Ich hab da eine Idee. Ich hab da eine Idee. Man müsste werfen können. Okay. Bewerfen wir das Fenster. Scheiße. Muss das sein? Oh Gott. Was passiert hier? Ich will gar nicht... Schaut euch das an. Was ist denn das?
Ich will eigentlich gar nicht wissen, was passiert, wenn ich runterfiele. Da ist ein zerbrochenes Fenster. Okay. Okay. Och nö, was ist das? Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zugehalten? Meine Geduld war erwehrt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen, Agrippa. Ich vertraue dir, ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Ich verstehe das nicht wirklich. Also, wie ich glaube ich schon mal sagte, die Story bleibt für mich bisher weitestgehend ein Rätsel. Sogar zwei. Notfallverlangsamer. Oh. Okay. Hoffen wir mal, dass der dann funktioniert, wenn ich mit dem Aufzug 15.000 Meter in die Tiefe stürze. Mir hat die Hälfte wieder gefüllt. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Wen denn? Stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten Folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage. 4-Phasen-Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Okay, was ist das? Strömungskreislaufstab. Sie hätten vielleicht... Ach, egal. Sei es drum. Wir suchen noch die anderen Stäbe. Ja gut, was sollen wir auch sonst machen? Und dann können wir endlich den Aufzug benutzen. Was heißt endlich? Ich will den Aufzug gar nicht benutzen. Da machen sie auch sowieso wieder so eine kranke Horrorsache draus. Sie tun's doch immer. Ach, diese Geräusche machen mich noch wahnsinnig. Oder wahnsinniger, sollte ich besser sagen. Oh ja, das sollte ich. Okay, da ist nichts drin gewesen. Wir können also, denke ich, wieder zurück, oder wie sehe ich das? Alter! Wer schnarcht denn hier so laut? Dass schon die Bäume kippen. Konnte ich hier rein? Das war, glaube ich, der Raum, in dem ich gerade war. Oder? Nein. Okay, wir holen uns mal kurz einen Stuhl mit nach draußen. Machen dort ein gemütliches Picknick. Nein. Oh Gott. Scheiße. Die Physik spielt wieder zurück. Wieder verrückt. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich den jetzt in die freie Landschaft werfe. Scheiße, ich wusste es. Er verschwindet einfach. Durch. 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 Will ich durch? Nee, mir fehlen ja immer noch drei Stäbe. Ich habe jetzt den, ich habe einen Handbohrer, ich habe immer noch die hohle Nadel. Was ich auch habe, ist ein hohler Kopf, aber nicht innerhalb des Spieles. Und weiß nicht so recht, was ich mit diesem Zeug anfangen soll. Gehen wir wieder zurück in die hintere Halle. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber er war auch der Einzige, der ihn etwas ermutigte. Okay. Das wiederum entmutigt mich. Alter, du lagst eben noch nicht hier. Komm schon, beruhig dich. Okay, ich würde sagen, du bist ziemlich ruhig. Aber du weißt, wie ich das meine. Hinfort! Was liegt da? Ach so, ja, die Leiche, die ich gerade weggeworfen habe. Ja, ziemlich sinnvoll. Okay, ganz ehrlich... Ich würde sagen, ihr dürft mir jetzt kleine Tipps geben, denn mir fehlen noch ganze zwei Schränke. Stäbe. Und ich weiß nicht, wo ich die finde. Also ihr dürft mir Tipps geben. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you.
Okay. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich dann hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung habe, was ich denn jetzt überhaupt tun soll. Bis dahin, ciao.